So, auf geht's. Perfect Run in Mega Man 3. Und mein erster Gegner ist sofort Topman. Topman ist einer der einfachsten Gegner überhaupt in der Mega Man Serie. Und sehr viele fangen auch mit Topman an in Mega Man 3. Weil durch die Topman einfach Shadowman sehr einfach zu besiegen ist. Und zum Thema Perfect Run. Perfect Run ist einfach nur Buster Oni, also die ganze Stage versuchen Buster Oni zu machen und einfach nicht getroffen werden, egal wo. An diesen Gegner hier nicht, an den Endgegner nicht, einfach gar nicht getroffen werden. Ich habe die Regel ein bisschen umgeändert, ich habe mir den Mon-Up hier geholt, was man auch gleich sehen tut, und ich habe auch sehr gerne so ein bisschen Speedrunning-Technik eingesetzt. Ja, Speedrunning. Hier sieht man schon, da oben ist auch der Mon-Up. Und ja, der müsste sein, aber hier hat man schon gesehen, dass ich den Zeitpunkt verpasst habe, um besser hinzubekommen. Hier habe ich ihn nicht getroffen, sonst hätte ich ihn noch sofort noch erwischt, aber na gut. Hätte ich sollen alles, ne? Und The Perfect Run wird einfach bei mir nachkommentiert, weil ich kann nicht während des Spiels und dann labern und die Perfect Run Serie jetzt machen. Bevor einer wieder sagt, du hast das ja schon gemacht auf dem alten Kanal, hier bei Mega Man 3 Stück, ja, gegen Yellow Devil und gegen dieses Unterwasser-Roboter da, also dieses Schildkröten-Dinger. Ja, natürlich, aber ich möchte das jetzt ein bisschen besser kommentieren und so eilig und so fort, ne? Ja, die Sets ist auch so gesehen nicht sehr lang. Es hat einigen Tücken und so alles. Und ganz insgesamt ist es recht schöner Stage für den Anfänger. Es ist sehr nett gemacht. Es ist auch, hat alle Schwierigkeitsstufen, was in Mega Man so anbietet. Und ja, Mega Man 3, wie gesagt, ist so mein Lieblingsspiel aus der Kindheit gewesen. Ich habe das jedes Mal gezockt früher und ja, wow, das war knapp. Wie gesagt, das meinte ich mit ein paar heimtückischen Stellen hier. Also somit haben wir es auch gleich geschafft, noch mit die Nachpunkt da rüber spinnen und gut ist. Wunderbar. Auf zu Topman. Topman ist auch nicht so schwierig. Der, ja, einzige Schwierigkeit ist hier seine Drehattacke und die ist ein bisschen unsehbar, wo die Hitboxen da so sind. Aber wie man hier sieht, mache ich ihn schnell down. Ich glaube, 3 Striche pro Treffer. Ja, das heißt ja pro Treffer, aber jeder zweite Schuss ist dann ein Treffer und gut ist. Und somit halten wir ihn besiegt. Ohne große Probleme. Es ist wirklich sehr schnell gemacht, Topman. Und Topman ist einfach, wie gesagt, einer der lustigen Fähigkeiten überhaupt, die Topspin. Ist auch, wie ich schon am Anfang schon gesagt habe, die Schwäche von Shadowman. Und das ist einfach sehr spezial, weil einfach mal schnell alle deine Waffenenergie zu Ende geht. Okay, bis dahin, bis zum nächsten und viel Spaß.